Liegen jetzt kein. Doch. Ah, jetzt kommt eine Wortmeldung von Herrn Dr. Duwe. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Wortmeldung war schon vor 10 Minuten, aber ist egal, doppelt hält besser. Es ist schon viel gesagt worden. Ich kann nur sagen, also dieser Antrag ist einfach ein populistischer Schnellschuss, der völlig in die falsche Richtung geht. Und der Antrag selbst, wenn man ihn wirklich liest und ihn in Tat umsetzen würde, würde bedeuten, dass praktisch nur noch Menschen aus dem öffentlichen Dienst in den Seniorenposten kämen und von dort wieder entweder in die Pension oder wieder in den öffentlichen Dienst zurückkehren würden. Ich glaube, das sollten wir gleich beerdigen, diese Idee, denn dann wäre nämlich die fachliche Qualifikation wahrscheinlich nicht die beste, wir würden nicht die besten Frauen und Männer für die Seniorenposten gewinnen, sondern nur diejenigen, die sich leisten können, hier mit täglicher Kündigungsfrist dort oben zu sitzen, um nicht zu wissen, ob nicht vielleicht doch am nächsten Tag der Herr Bürgermeister sagt, also ich habe mir das anders überlegt, ich will ändern jetzt mal ein paar Senatorenposten und wie du dann hinterher wieder ins normale Leben zurückkehrst, das ist eigentlich egal. Und wenn du zufälligerweise gerade in dem Bereich arbeiten willst, wo du Ahnung hast, das geht natürlich nicht, weil gerade in dem Bereich hättest du ja unter Umständen auch Beziehungen zu diesem Fachbereich und deshalb ist dieser allgemeine Text natürlich nicht zu begründen. Zum anderen ist es natürlich auch so, das wurde auch teilweise angesprochen, da wird einfach nur im Prinzip eine Regelung getroffen für eine Gruppe. Ein Wechsel in den öffentlichen Dienst, überhaupt kein Problem. Insiderwissen, denke ich mal, kann man auch im öffentlichen Dienst weiterverwenden. Zum Beispiel, indem man von Hamburg nach Schleswig-Holstein geht und wenn man dann Schleswig-Holstein im öffentlichen Dienst weiß, wie der Hamburger öffentliche Dienst beziehungsweise tickt, dann ist das auch natürlich zu überdenken. Das heißt, man müsste dann auch noch Karenzzeiten für diese Eventualitäten finden. Das ist auch vollkommen weltfremd. Also diese Regelung, die vorgeschlagen ist, ist natürlich verfassungswidrig. Sie ist ungerecht und sie ist auch weltfremd. Mehr möchte ich eigentlich dazu nicht sagen. Wir brauchen mehr Seiteneinsteiger, wir brauchen keine Berufsverbote. Wir brauchen Menschen, die von der Sache Ahnung haben. Wir brauchen keine Regelungen, die faktisch einem 2-jährigen Berufsverbot entsprechen. Vielen Dank.